Ja, hi, willkommen. Mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Crisis F. Ja, in der letzten Folge haben wir, glaube ich, Kapitel 2 oder 3, das habe ich mir letztens schon gefragt, aber egal. Ich glaube, Kapitel 2 haben wir da abgeschlossen. Und ja, was ist denn am Ende von Kapitel 2 passiert? Wir haben Richard geholfen, seinen Onkel zu töten, damit er König wird, damit er Land überrannt. Was? Ja. Das heißt, wir sind mehr oder weniger jetzt ein bisschen auf dem Kriegsfuß mit Richard und ja, wir werden jetzt mal sehen, wie es im Land vorangeht. Offscreen konnte ich nichts machen, weil ich ja direkt nach dem Kapitelabschluss gespeichert habe. Und ja, wie geht's jetzt weiter? Was passiert jetzt? Oh, ich glaube, ich habe den falschen geladen. Warte mal. Hier? Peinlich. Okay. Da muss er jetzt sein, oder? Okay. Upsie. And as for Windor, large numbers of their troops remain deployed on the high roads leading to Grailside and Barona. So they could easily stage another attack. However, the Fendullians have shown recent signs of activity as well. We've deployed a squad to the Fendal border and are increasing our surveillance. If they plan something, we won't be caught off guard. Oh, and Lieutenant, what was that light that appeared during the last battle? Es hat wirklich keiner gesehen, wie die beiden sich zu Tode gekloppt haben. Ich meine, so groß ist das Land auch nicht. Might I ask why? It could be a new weapon developed by the enemy. Official reports are no place for guesswork and speculation. Very well. But we still have to consider the Kreas issue. Our higher ups are demanding that we increase production in the Kreas mines, and yet nothing has been done. We lack the manpower to do it ourselves, and I will not force the people of Lant into hard labor. We are not here as a conquering force. We are their allies. I suppose that's one way of putting it. However, you appear to be prioritizing the local people over the orders of our superiors. You only think that because you still see me as a wayward orphan from Lant. But isn't that precisely what you are? I am a soldier of Strata. I cast aside my homeland 7 long years ago. Or rather, they cast me aside. Aww. Und dann hast du uns rausgeschmissen. Ja. Oh man, I don't think we can get any closer. It doesn't look like they're crossing the border. They're probably worried about Strata. Wieso sagen wir nicht einfach guten Tag? Hallo, wir wollen euch erobern. Just what I can, I think. I have to ensure that Lant isn't swept into another battle. And then there's Sophie. She died 7 years ago. She died protecting us. But now she's back, and not a year older. I may not understand it, but I'll make sure we don't lose her again. Yeah, and we're totally gonna help. Right, Mr. Captain? Of course. Thank you. Yeah. Well, we came to investigate the Fendalian army, and we've done that. Let's head back. Alle drei, ja. Ja, mal ausprobieren, was alle drei machen. Come on, Sophie. It's time to go. Can we visit the meadow? Go ahead. Pascal and I will meet you in town. Okay. Let's go, Sophie. Yay. Und ein und dieselbe. Als Titel. Gut. So, alles noch. Ja. Titel habe ich ja nichts Neues bekommen. Kritische Klinge, eine Mystgard, gut. Und was noch? Was haben wir noch hier alles? Bank-AP, Inferno-Strom. Das ist eine gute Art, die mich haben. So, es gibt kein Skid. Wir sollten Abstand halten. Als ob das nicht schon ein bisschen nah genug ist. Na gut, wir müssen zum Landbühl.
weil Sophie will dahin und was Sophie will, das werden wir erfüllen. Weil darum. Hi. Oh. Melone. Das ist Accessoire Wassermelone erhalten. Du kannst es im Startmenü ausrüsten. Cool. Nee, hier. Wassermelone. Ich habe eine Masse Wassermelone am Kopf. Bist du ein neues Monster? Oh. Sophie, bin ich noch am Steuern. Okay. Bams. Verdammt. Wir haben Melonen am Kopf. Weil wir es können. So. Tun wir mal erstmal steuern. Mit dem Melone am Kopf. Ja. Also, Richard ist jetzt ganz gegen uns. So wie es aussieht. Ich dachte, da war was. Und ja. Der hat sich zurück in Barona gezogen, würde ich mal sagen. Warum wir jetzt nichts dagegen machen? Oder warum Strata oder was weiß ich, welche Armee hier nicht noch irgendwas macht, das weiß ich nicht, aber ja. Nicht, dass wir irgendwie eine Chance gegen Barona hätten, aber naja. Gehen wir einfach mit Sophie rein, putzen den weg. Oh nee. Wir müssen eigentlich doch noch auf Trab halten. So. Abfall, ich finde hier nur Abfall, was ist das denn? Ich will doch nur was anderes finden. Hm? Achso, das Schild konnte ich lesen, ne? Okay. Na du? Und was hat Vergebung bekommen wir die ganze Zeit? Ist gut. Weiß auch nicht mehr, was die bringen, aber okay. Skit. Entwicklungsstillstand. I can't believe it's true. You really are the same Sophie. But it is true. Oh, I know. But there was a part of me that was sure I'd never see you again. It just makes me so happy. Being able to remember you makes me happy too. But everyone has grown so big. And I'm still... Uh-oh. She must be bothered that she hasn't developed at all in 7 years. Don't you worry, Sophie. Even if you're hide and such haven't grown, you're still the same old Sophie to us. And such? What else is there? Yeah. Oh, sorry, nothing at all. Ah, schäm dich, Espel. An was hast du schon wieder gedacht? Das ist doch krank. Okay. Wir sind wie damals. Wieder auf der Wiese. Nur mit Melonen. This is where we met, isn't it? Ja, nur ohne Melonen. Actually, both times I met you, it was here. Nur ohne Melonen. What happened to me after I saved you? And what happened before I met you? Where was I? What was I doing? Thinking about it worries me. Maybe I can't remember because it's something I shouldn't remember. Yeah, but you don't know for sure that your past was bad. True. Besides, what happened in the past isn't important. All that matters is right now. Right now? Let's go home. I don't want people to worry. Okay. Zeigen wir allen unsere geilen Wassermelonen. Okay, kann ich irgendwas an dem Baum machen? Na, nö. Ma! Wir können den ganzen Weg laufen. Bin ich froh, wenn ich schnell reisen kann. Kann ich halt überhaupt jetzt schon? Und schon wieder ein Skit an der gleichen Stelle. Wieder mit Melon. Die Macht der Überzeugung. Hey Asbel, do you think Richard will come back? I don't know, but if he does, Lont will become a war zone again. I imagine the Fendolian army is just waiting for a chance to strike. A war. And if a battle breaks out,
There'll be nothing I can do to stop it. I can't possibly protect Want against such adversaries. Muss nur ein bisschen mehr grinden. Asbel, don't you like Want anymore? Of course I do. I just know now that conviction alone isn't enough. So Lant will become a war zone? No, everything will be okay. Hä? Irgendwie. Ah! Warte mal. Ach nee. Wow. Alter, auf einmal fast. Irgendwie hat er sich. Schließt doch das eine oder andere aus. Er weiß, dass er keine Chance hat. Aber er sagt, dass doch irgendwie alles gut wird. Das macht keinen Sinn. Egal. Komische Monster in dem Anfangsgebiet, die sind nicht erwachsen worden, aber die Viecher hier. Vielleicht ist dieses Wasser ja irgendwie das Wasser des ewigen Lebens oder irgendwie sowas. Was man da trinken kann. An diesem Brunnen meine ich. Das wäre natürlich awesome. So, was ist denn Land jetzt los? Guck mal, wir haben Wassermelonen. Niemand mal sagt was dazu. I found the medicine and bandages you were asking for, Sharia. Thank you, Bailey. Asbel, what can I do to help? Nothing. We have everything under control. We'd be fools to depend on someone who vanished during our time of greatest need. If help is required, Hubert will no doubt provide it. Ich war auch irgendwie dabei und hab was gemacht. Bailey doesn't understand. He's probably talking about my decision to join the Knight Academy. And he's right. I was gone for 7 years. I abandoned my duty and thought only of myself. So ein Dyke. Just leave Long for good. You're going to leave again? I heard Hubert might be leaving too. What are you talking about? I overheard one of the soldiers. Apparently, Strada is displeased with the way Hubert is handling things here. I think they're going to recall him. Recall him? What's Hubert going to do about it? I don't know. If Hubert leaves, what will happen to Lant? I have to go see my brother. Ah. Are we all going to be separated again? No, I can't let that happen. Weiß auch nicht, was letztes Mal passiert ist. Als wir allein mit unserem Bruder geredet haben. Na, Sophie? Asbel, steckt Hubert in Schwierigkeiten? Keine Ahnung, aber ich vielleicht. Wahrscheinlich kommt es wieder zum Kampf und ich werde rausgeschmissen. Solche Sachen passieren. Ja, geht so mal. Ich weiß überhaupt nicht, warum ich die ganze L1 hier mesche, aber das gibt mir so ein Gefühl, dass ich weiß, was ich tue. Hi Pascal, hi Malik. Hubert wurde zurückbeordert? Was geschieht nun mit ihnen? Wir sollten hingehen und nachsehen, was los ist. Männlich. Ah, oh, der schöne Brunnen. Na, oh, der ist auch kaputt. Meine Träume, meine Kindheit, alles vernichtet. Haben wir, obwohl wenn wir neue Quests haben, dann will ich die nicht erfüllen, weil ich habe nur eine Person wahrscheinlich jetzt. Ich habe nur eine Person dabei, ja. Okay, Hubert. Wir müssen reden. Na, was sagst du denn zu meiner Melone? Hubert, is it true you've been recalled to Strada? Who told you that? Anyway, yes, I've been recalled. The order was signed by the president, so I don't have a lot of wiggle room. I guess Strada's not happy with how things are going. What does that mean for your return there? I'll likely be stripped of my title and never set foot here again. Did you go against their plans for Lant's sake? It's foolish to sacrifice future stability for immediate profits. Even a common soldier such as myself can see that. I want you to stay. You've meant a great deal to Lant. I can see that clearly enough.
You have the ability to think ahead and guide our people to a more prosperous future. I don't have the talent for that kind of thing. You're the only one who can protect Lant now. Hubert, please. Surprising words coming from the Lord of Lant. Even if in name only. You don't mind your lands being ruled by a stranger? You're not a stranger. You're my brother. What? I believe you will always act in the best interests of Lant. So all I can do now is help you. If only there was more time. What would you do with more time? I can't solve all of Lant's problems, but I could fix quite a few. At the very least, I'd like to strengthen our defenses and make plans for an orderly transition of power. Then I'll go to Strada instead. I'll tell them how much you mean to both countries. I don't know if I can stop your recall, but I should be able to buy some time. Do you realize what you're saying? There will be no way to guarantee your safety. If it helps you, I'm willing to risk it. Why are you doing this? Because it's a way for me to protect Lant. I'll write a letter to the president. Bring it to the presidential palace in the capital city of Uliberte. So you're accepting my proposal? Yay, wir gehen auf Reisen. Be careful around Mr. Oswell. Don't ask for his help, no matter what. Isn't he your adoptive father? He is, first and foremost, a businessman with considerable influence in Stratton politics. The plan to station troops here was almost entirely his idea. I see. You're in a tough position, Hubert, and yet you're still doing your best for Lant. Thank you. All right, get going. That letter won't deliver itself. Okay, I'm off. We still control the port that lets you access Strata's mainland. You can get there through the West Gate. Den Brief an den Präsidenten. Okay. Und Bruderherz, okay. Ziel ausrüsten. Was bekommen wir da? Mondlichtkreis, das ist noch besser. So, dann gucken wir uns noch ein bisschen in der Villa um. Unser Bruder hat nichts zu unserer geilen Melone gesagt. I hope Asbel and Hubert aren't fighting. Und was macht Sherry ja schon wieder hier? Sir, may I come in? What is the meaning of this, Lieutenant? I have entrusted Asbel Lant with a letter for our president. If the order is rescinded, I will remain here. If that is not to be, then at least I'll leave someone behind to continue what I've started. Am I to understand you won't be choosing me as your replacement? Interpret things as you will. Your actions will lead to great losses for the Oswell family. My duty is to Strata. All other considerations are secondary. I am simply acting in my country's best interest. Or do you think the prosperity of the Oswell family should take precedence, Cousin Raymond? My uncle would be sad if he speaks such things. It's like taking in a stray dog only to have it bite you. You can say whatever you like. Now if you'll excuse me, I have business to attend to. Und warum gehst du dann raus? Ist das nicht das Arbeitszimmer? Does that mean Asbel left already? Da ist wohl jemand sauer. What was my uncle thinking when he adopted him? I'm the one who's working for the good of the Oswell. I must stop that letter from reaching Strata.
Oh no, I have to warn Asbel. You there, what are you doing? What? Who's there? Uh-oh. You, were you listening at the door? No, I was just, Ow, let me go! She's one of Asbel Lant's friends. If I were to use her... You won't win so easily this time, Hubert. Oh Gott. Irgendwie guckt er uns gruselig an. Suddenly Rape Face. Okay. Rede mit der Gruppe. Gruppe, wo seid ihr? Ja, obwohl, ich könnte nicht mal nachgucken. Und ja. Das wäre ein bisschen lächerlich gewesen. Okay, gebe ich zu. So, Gruppe. Ich suche jemanden mit dem Namen Gruppe. Der Gruppe. Der Gruppe schläft nie. Da seid ihr. Ne? Boah, ist das eine geile Melone. There you are. Good. I have a favor to ask. Will you come to Strada with me? I'm going to ask the president to rescind Hubert's recall order. Honestly, it could be dangerous. I don't know how the president will respond. But I need your help. So please come with me. I'll come. Thanks, Sophie. I'll come as well. I've hardly done anything to repay my debt to you yet. I'm totally coming. I've never been to Strada. Thanks, you two. Good. Has anyone seen Sharia? She bolted off a little while ago. Looked kind of nervousy too. Perhaps I can be of some assistance. Sharia Barnes is currently under my care. What does that mean? She was caught eavesdropping on military secrets. The punishment for this crime is severe. I might be convinced to grant her a pardon, but there will be conditions. In exchange for your friend's safety, you will abandon your mission to Strada. Hey! You just totally took her hostage! I won't let you hurt Sharia. Now. I wouldn't attack me if I were you. Assuming, that is, that you care at all for your friend's life. Damn you. Nun? Give me the letter. Do it quickly before I have the girl devoured by monsters. Oh, cousin. To think that you would stoop so low. Dum-dum-da. You will tell me where Sharia is, and you will do it now. If not, I will file a report for home detailing your clumsy attempt at blackmail. And that's not all. I will also inform them that you attempted to steal an official letter from a superior officer. Whatever you do, please decide quickly. You leave me no choice. Oi. Raymond. You damn fool. I'll take care of Raymond. Go find Sharia. Hurry. Damn it. Sharia, where did they take you? Warum ist denn auf einmal hier alles so krass? Okay, die Gruppe hat sich wieder vereint. Und ihr wisst, was das bedeutet. Melonen für jedermann und... Was? Eine Melonennase. Oh Gott. Okay. Boah. Was haben wir hier noch? Ja. Nur A? Ja, machen wir hier Verteidigung. Hey! Position, Vitalität, ja. Ja, schön ausreichen. Okay. Würde ich sagen. Ich guck noch mal. Warte. Können wir so gucken? Diverse Blumen. Okay, können wir die mal abgeben. Weil wir sind schon mal etwas erledigt hier. Du brauchst eine Klinge. Irgendwie ist schon wieder nichts passiert in diesem Part. Aber egal.
Okay, ich möchte Quests abgeben. Und wir bekommen Eisenhandschuhe. Mutig Kreis und kritische Klinge. Hey! Ich sehe, habt ihr Blumen gebracht. Ja, ich will tun, was ich kann, aber werden sie ausreichen? Nun, sie reichen aus, um einen Strauß zu binden, den wir auf dein Grab legen können. Ich weiß nicht, ich hätte ein paar mehr pflücken sollen. Ach zum Teufel mit den Blumen, ich habe nie gewusst, was mein Vater mochte. Ich glaube nichts, was ich aussuchen würde, hätte ihn glücklich gemacht. Da muss ich euch widersprechen. In solchen Situationen ist es der Gedanke, der zählt. Ich glaube, Fürst Aston würde sich über jedes Geschenk freuen, solange es von euch ist. Obwohl er noch glücklicher wäre, wenn seine Söhne ihn im besten Interesse von Land handeln würden. Ja, drückt mir jetzt noch ein, okay. Jedenfalls danke ich euch für eure Hilfe. Aber wie ich bereits sagte, wir haben alles unter Kontrolle. Wir brauchen keine von Außenstehenden, die zu Land in keiner Verbindung stehen. Wenn ihr mich nun bitte entschuldigen würdet. Bitch. Der Typ hat was gegen uns, glaube ich. So, dann kann ich wieder direkt wechseln. Irgendwas hier. Durchstoß, Hallöchen. Machen wir das einfach. Und Kreisangriff, jo. 1680 willst du mich eigentlich. Ach, da ist noch ein Meistertitel. Oh ja, das ist gut. Gut, dann würde ich sagen, das war's für heute mit diesem Part. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Graces F. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.